Well, that's convenient. Unmöglich, sagt ihr? Humbug, wartet, bis ihr meine Berechnungen seht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Heimerdinger. Gut, bei der letzten Abstimmung hatte Heimerdinger vielleicht auch einfach dadurch einen Vorteil, dass er der einzige Charakter ist, der in Arcane vorkommt. Ich möchte kurz auch anmerken, diese Folge nehme ich auf, bevor die letzten drei Folgen von Arcane rauskommen. Das heißt, ich weiß nicht, was noch mit Heimerdinger in dieser Serie passiert. Ich weiß auch nicht, ob Arcane hundertprozentig Kanon ist, aber zumindest vieles ist nah dran. Deshalb werde ich jetzt in dieser Folge das, was bisher passiert ist, so behandeln, als wäre es das. Aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zu dem, woraus diese Folge denn typischerweise besteht, für die, die zum ersten Mal dabei sind. Denn aus irgendeinem Grund, ja eigentlich ziemlich offensichtlich, nämlich Arcane, ist es so, dass gerade meine Abonnentenzahlen in die Höhe schießen, zumindest für meine Verhältnisse. Und deshalb auch einige neue Leute dann hier bei diesen Projekten landen. Zuallererst mal, ich werde hier über das Charakterdesign und vor allem auch über die Lore sprechen. Zuallererst gehen wir das Design durch, dann lese ich seine Hintergrundgeschichte vor und schließlich dann seine Color Story. Das heißt, ich werde dabei auch das Ganze ein bisschen kommentieren, beziehungsweise immer zwischen den Geschichten, und mal meine Meinung dazu kundtun. Dazu muss man allerdings sagen, gerade zu Heimerdingers Hintergrund, das ist extremst kurz. Die Color Story hingegen, die ist wenigstens ein bisschen nett geschrieben, aber so viel Lore gibt es zu diesem Charakter nicht. Das sollte ich einfach mal vorweg sagen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Design. Wir sehen erstmal hier am Splash Art, Heimerdinger ist ein Yordle. Also ein kleines, pelziges, sagen wir mal Feenwesen in Anbetracht einfach des Mangels einer besseren Bezeichnung. In Arcane haben wir auch gehört, er ist zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 307, sagte er. Was für einen Yordle gar nicht mal so alt ist, aber er sieht schon so ein bisschen alt aus. Und beim Namen kann man auch schon mal sagen, der Name selbst ist einfach nur eine Anspielung auf zwei relativ bekannte Wissenschaftler, nämlich Oppenheimer und Schrödinger. Wir sehen, Heimerdinger trägt eine Art... Es ist schwierig zu sagen, was es ist. Es sieht ein bisschen aus wie eine Zange, aber zwischen den Zinken sehen wir Blitze. Wir sehen auch ein bisschen Rauch, wir sehen eigenartige Lichter und man weiß nicht genau, was er da macht, aber er scheint etwas zusammenzubasteln mit irgendwelchen Cyborg-Geräten, bei denen man keine Ahnung hat, was sie ganz genau machen. Im Hintergrund sehen wir übrigens auch einen Geschützturm, der auf irgendwas feuert. Was natürlich eher zu seiner Spielweise passt. Er scheint auch selbst auf einer Art Stuhl zu sitzen. Und die Kleidung erinnert halt sehr an klassische, ja, Handwerker-Arbeitskleidung. Und ich möchte mal kurz dazu sagen, das, was Heimerdinger hier macht, ist eigentlich nicht die Arbeit eines Wissenschaftlers, das ist die Arbeit eines Ingenieurs. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher willst du das wissen? Ich bin studierter Wissenschaftler. Also Naturwissenschaftler, ich bin Biologe. Gut, ich arbeite momentan nicht in dem Feld, aber ich habe Biologie tatsächlich studiert und da einen Master gemacht. Und ja, zumindest, das ist auch eine Sache, die viele nicht wissen. Die meisten verrückten Wissenschaftler in Filmen und Serien sind eigentlich verrückte Ingenieure. Die testen keine Hypothesen und sowas, die basteln einfach. Damit möchte ich jetzt nicht die Arbeit von Ingenieuren diskreditieren, ganz und gar nicht. Ingenieure sind ja die, die letzten Endes das, was die Wissenschaft rausfindet, umsetzen oder teilweise sogar selber sehr interessante neue Sachen herausfinden. Daher definitiv eine gute Sache und einer meiner liebsten Wissenschaftskommunikatoren der Welt, nämlich Bill Nye, ist auch nur studierter Ingenieur. Aber gut, kommen wir jetzt mal zurück zu Heimerdinger. Wir sehen also sehr dicker Schnauzbart, so eine Schnauze ähnlich wie bei einem Hund oder einer Katze. Wie das halt bei vielen Yordles so ist, wobei bei den männlichen aus irgendeinem Grund eher als bei den weiblichen, fragt mich nicht warum. Sehr wirre, wilde Haare und eben abstehende Ohren, die wohl auch ein kleines bisschen pelzig sind, aber nicht ganz so sehr. Augen sehen wir unter dieser Brille nicht. Allerdings in Arcane bekommen wir natürlich ein ganz anderes Bild. Da sehen wir Heimerdinger dann in einem etwas, sagen wir mal, gehobeneren Outfit. Allerdings, und da kommen wir jetzt zu den Arcane-Spoilern, da ist er ja auch ein Ratsmitglied von Piltover. Und wie man später erfährt, ist er sogar einer der Gründer von Piltover.
Aber schauen wir jetzt erstmal, was eigentlich seine sehr kurze Hintergrundgeschichte so uns über ihn verrät. Und dann, wie gut das Design denn dazu passt. Viel Spaß damit. Heimerdinger, der verehrte Erfinder. Professor Cecil B. Heimerdinger ist ein brillanter und exzentrischer Jordelwissenschaftler, der als einer der klügsten und innovativsten Erfinder Piltovers angesehen wird. Seine Forschungen verfolgt er so unermüdlich, dass es schon fast an Besessenheit grenzt. Er ist fasziniert davon, die Mysterien zu durchschauen, die seine Kollegen seit Jahrzehnten vor große Rätsel stellen, und sich der scheinbar unlösbaren Fragen des Universums anzunehmen. Obwohl seine Theorien oft undurchschaubar und abgehoben wirken, ist Heimerdinger der festen Überzeugung, dass Wissen mit anderen geteilt werden muss. Daher weiht er andere mit großer Hingabe in sein Wissen ein, wenn diese nur genug Interesse zeigen. Und das war auch schon alles, was die Universe-Page über Heimerdingers Hintergrund hergibt. Das heißt, wir haben in Arcane mehr erfahren, als die Universe-Page uns hier sagt. Ja, ein bisschen unpraktisch, aber gut, wir haben erfahren, er ist ein Erfinder und einer der brillantesten Köpfe Piltovers. Was bei einem mehrere hundert Jahre alten Wesen, das diese Fähigkeiten halt lange perfektionieren konnte, durchaus passt. Deshalb, weil wir jetzt so wenig haben, gehe ich aber auch ein bisschen nochmal auf das ein, was wir in Arcane erfahren. Denn Heimerdinger spielt unter anderem darauf an, dass er wohl die Runenkriege gesehen hat. Dass Magie eben ganze Landstriche verwüstet hat, Zivilisationen verheert und so weiter. Und er vergleicht auch den Hexkern, den Victor zwischenzeitlich erschafft. Zumindest, ja, wahrscheinlich hauptsächlich Victor, aber Jace arbeitet natürlich auch mit dran. Jedenfalls vergleicht Heimerdinger dieses Ding mit einer Weltenrune. Was durchaus heißt, das ist verdammt gefährlich und ich bin gespannt, wie dann in den letzten Folgen das Ganze sich noch auswirkt. Vor allem Victors Storyline fand ich da sehr, sehr gut, aber zurück zu Heimerdinger. In der Show fungiert Heimerdinger mehr so als die Stimme der Vernunft. Das heißt, er versucht, andere von der Gefahr eines zu raschen Fortschritts zu überzeugen, und er versucht auch zur entsprechenden Vorsicht zu raten, wenn es um den Umgang mit Magie geht. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, wenn man die LOL-Lore kennt, Moment mal, die Runenkriege sind doch weit mehr als 300 Jahre her. Warum erinnert sich Heimerdinger dann an die? Und dazu muss ich sagen, man kann da spekulieren, dass zum Beispiel in Bandle City, also dem Ort, wo die Yordles leben typischerweise, die Zeit anders läuft. Das heißt, in diesem seltsamen Feenreich, wenn man es so nennen möchte, ist es so, dass die Zeit theoretisch langsamer läuft als in der Welt drumherum. Das heißt, Heimerdinger könnte tatsächlich einfach nur die erlebte Zeit damit gemeint haben. Oder es haben einfach die Leute nicht so genau darauf geachtet. Das wäre vielleicht auch möglich, dass es einfach ein kleiner Fehler war. Auf jeden Fall haben wir da erfahren, Heimerdinger ist sehr skeptisch, was die Benutzung von Magie angeht, insbesondere weil Piltover eben auch als eine Bastion gegen die Magie aufgebaut wurde, das erinnert ein bisschen an Demacia, und eben als Sitz des Fortschritts dienen sollte. Dass das eben durch die Ausnutzung und Ausbeutung von den Leuten in Zorn passierte, das ist dann wiederum eine ganz andere Geschichte. Und ich muss auch zugeben, das ist bei dem Konflikt so eine Sache. Da hat Heimerdinger jetzt nicht mehr so viel mit zu tun, aber da merkt man bei Riots Erzählart immer so eine Sache. Wir haben eigentlich sehr häufig in den Konflikten eine Person oder eine Partei, besser gesagt, die als eigentlich so rein objektiv gesehen Aggressor oder der eher Böse dasteht. Trotzdem ist es in diesen Konflikten immer so, dass das Storytelling in Richtung pro Status quo geht. Einfaches Beispiel, Silas beispielsweise. Silas und seine Rolle in Demacia ist, er führt eine Rebellion der Magier an, die sich gegen den Völkermord an sich nun mal wehren. Er wird aber, dadurch, dass er eben ein Umstürzler ist, in den Geschichten eindeutig als der Böse geframed. Wo man sagen muss, ist das so passend? Weil eigentlich ist das, was Demacia macht, zum Beispiel relativ unpraktisch im Sinne von unmenschlich.
Also es ist nicht gut, ganz und gar nicht, und sich mit Gewalt dagegen aufzulehnen, ist durchaus passend. Anders ist es jetzt hier natürlich bei Zorn und Piltover. Ja, Zorn hat so diese schöne Camp-Punk-Ästhetik und so weiter, aber vor allem, woher kommt denn zum Beispiel das Zorngrau, also diese giftigen Smog-Abfälle und was nicht sonst noch alles? Unter anderem von der Produktion synthetischer Hextech-Kristalle. Kann sein, dass sie das so ein bisschen fallen lassen, aber ja, Zorn ist unter anderem dadurch verdreckt, dass Piltover entsprechendes Zeug produziert oder produzieren lässt. Die Chem-Barone, die da unten sitzen, machen dann natürlich noch ihren Teil dazu, der auch nicht unbedingt so günstig für die Zorniten ist. Wie die Story sich letzten Endes entfaltet, weiß ich natürlich noch nicht, aber ich bin gespannt. Ansonsten kann man jetzt bei Heimerdinger natürlich sagen, er hat damit gar nicht so viel zu tun. Ich muss auch sagen, sein Design finde ich sehr, sehr passend zu seiner Rolle, weil wir sehen hier vor allem erstmal so einen Ingenieur. Dass der Kerl mal Ratsmitglied und eben Gründer von Piltover war, sieht man hier nicht so. Und es gibt auch eine gewisse Sache, die Riot wohl bei den Yordles irgendwie hat fallen lassen. Ursprünglich war das nämlich so, dass Yordles in Piltover, gerade wegen dieser eher abgeneigten Haltung gegenüber Magie, sich tarnen mussten mit etwas, das nannte man da Glamour. Dann haben die eben eine Art Illusion über sich gelegt, wodurch Menschen dann das Ganze mit dem, was für sie am realistischsten erschien, gefüllt haben. Also, als wären sie eine Art leerer Fleck. Die einzige Person, bei der das nicht der Fall war, war Jinx, weil die so bekloppt war, dass sie da sowieso einfach nur die normalen Yordles gesehen hat. Aber das ist ein kleiner Comic, den sie sich mit Six teilt. Ist ein bisschen komisch, aber ja, sowas gab's halt auch mal. Nur das ist dann irgendwie nicht mehr richtig vorgekommen. Und Heimerdinger wurde da eben auch zwischenzeitlich mal in Glamour gezeigt. Generell kann man aber sagen, ja gut, wir haben hier halt einen netten, älteren, kauzigen Tüftler. Und ich muss sagen, ich mag Heimerdinger auch sehr. Im Spiel kann man drüber streiten, insbesondere weil er dafür sorgt, dass alle quasi plötzlich ein anderes Spiel spielen als das normale League of Legends. Aber generell, er ist sehr einzigartig und für einen Yordle auch sehr herausstechend im Vergleich zu anderen, weil es gibt ja zum Beispiel auch Six, der wieder völlig anders aussieht, aber in derselben Region vorkommt. Gut, Six ist aber auch einfach nur der Typ mit den Bomben, der jetzt auch ein eigenes Rhythmusspiel bekommen hat, warum auch immer. Das kam auch irgendwie so aus dem Nichts plötzlich. Riot, ich weiß nicht, was ihr gerade macht. Aber gut, lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Ich würde sagen, wir gehen am besten einfach mal zu Heimerdingers Color Story. Dies ist übrigens ein Auszug aus seinem Tagebuch. Ich wusste gar nicht, dass er Tagebuch schreibt. Gut, viel Spaß damit. Aus dem Tagebuch des Professor Cecil B. Heimerdinger. 14.10.09:15 Uhr. Momentane meteorologische Bedingungen in Bandle scheinen optimal. Luftdruck ist ideal für die heutigen Experimente. Ich starte heute den 5. Versuch mit meinem Tridiminium-Mobulator. Es müssen noch einige Feinabstimmungen vorgenommen werden. Habe mir meinen Schnurrbart versenkt. Energiedurchsatz muss angepasst werden. 16 Uhr. Tridiminium-Mobulator hält noch immer nicht die gewünschte Energieeffizienz aufrecht. Weitere Versuche notwendig. Zwischenzeitlich habe ich etwas Neues, sehr Verblüffendes herausgefunden. Als ich nach den heutigen Testläufen nach Hause ging, kam ich an einer Schar junger Yordle vorbei, die sich gegenseitig ein kugelförmiges Geschoss zuwarfen. Das Konzept ist denkbar einfach. Wirf das Objekt zu jemandem, fange es, wirf es zu einem anderen Yordle und dann von vorn. Doch Fehlkalkulationen seitens der Yordle führten zu verschiedenen Fehlern. Sie warfen mit inkonsistenter Genauigkeit und Kraft, sodass der Ball, so wie sie es nennen, wiederholt zu Boden fiel. Dieser Vorgang kann auf vielfältige Weise verbessert werden. Meinen Berechnungen zufolge und nachdem ich verschiedene Daten von den Teilnehmern gesammelt hatte, wäre der Spaß bei gleichbleibender Geschwindigkeit und Bogenbahn um 44,57% höher. Ich muss das heute Abend noch einmal durchgehen. 15.10.05:20 Uhr. Heureka! Ich habe das Problem gelöst. Ich habe einen automatisierten Ballwerfer erfunden. Aktueller Name H28G. Er ermöglicht eine gleichbleibende Geschwindigkeit und Flugbahn, wodurch sichergestellt wird, dass der Empfänger den Ball immer fangen kann. Er richtet sich selbst auf den nächsten Yordle aus, sollte sich mehr als einer in der näheren Umgebung befinden, damit jeder einmal drankommt. Ich werde ihn heute zu den jungen Yordles schaffen und ihnen meine Erfindung vorführen. Ach ja,
Habe heute Morgen eine giftige Säure über meinen Schuhen verschüttet. Ärgerlich. 10.30 Uhr. Habe heute den automatischen Ballwerfer getestet. Lief nicht wie geplant. Die Jugendlichen waren entsprechend gespannt auf meine Erfindung, doch als die Maschine eingeschaltet wurde, stellte sich heraus, dass sie viel zu kraftvoll war. Selbst mit niedrigsten Einstellungen riss sie einen Jordel völlig von den Füßen. Ganz offensichtlich habe ich die Geschwindigkeit ihrer Würfe überschätzt. Ich werde ihn mir bald noch einmal anschauen und die nötigen Anpassungen vornehmen. Doch im Augenblick hat der Triduminium-Mobulator höchste Priorität. Noch vor dem Mittagessen will ich seine Komplikationen behoben haben. Sobald meine Arbeiten entsprechend vorangekommen sind, werde ich ihn irgendwo ausprobieren müssen. Bandel erweist sich für Feldstudien allerdings als unzureichend. 16.10. 15.55 Uhr. Offenbar befindet sich ein Riese in der Stadt, eine höchst beunruhigende Anomalie. Der Lärm draußen stört meine Forschungen. Muss heute das Aquarium kontrollieren. Sie waren ungewöhnlich ruhig. 17.10. 10.40 Uhr. Ich habe gehört, dass sich viele Jordel bei Zwischenfällen, die durch die Anwesenheit des Riesen ausgelöst wurden, Verletzungen zugezogen haben. Falls dies nicht bald aufhört, wird eine Intervention unumgänglich sein. Ich hoffe, H28G ist noch intakt. Es würde mich eine Menge Zeit kosten, wenn ich ihn neu aufbauen müsste. 16.30 Uhr. Alles ist wieder ruhig. Anscheinend ist der Riese zur Vernunft gekommen und weggerannt. Morgen muss ich H28G reinholen, sobald ich wichtigere Dinge erledigt habe. Ich habe den Triduminium-Mobulator fast bis zur Perfektion verbessert. 18.10. 8.30 Uhr. Heute ist schon ziemlich viel passiert. Ein Klopfen an meiner Tür ließ mich aufschrecken. Ich hatte den Eindruck, die gesamte Stadt stünde vor meinem Haus. Wenn sich normalerweise eine Menge zusammenfindet, hat es etwas damit zu tun, dass sie eine belanglose Beschwerde über meine Arbeit vorzubringen haben. Doch dieses Mal jubelten sie. Erstaunlicherweise erkannte einer der jungen Jordel, dass sich der H28G-Prototyp, den ich zugelassen hatte, für die Lösung des Riesenproblems als nützlich erweisen konnte. Der Jordel erwies sich als einfallsreich und funktionierte die Erfindung kurzerhand in ein provisorisches Geschütz um. Es verfügte über genügend Schlagkraft, um einen Riesen zu verjagen. Wer hätte das gedacht? Was für ein raffinierter kleiner Bursche! Ich wünschte, ich könnte sein gleichgesinntes Enzephalon in naher Zukunft nutzbringend einsetzen. Ich habe bereits große Pläne und seine Mitarbeit könnte wertvoll sein. Doch er muss Bandel verlassen. Der Umfang meiner Pläne setzt ein ausgedehnteres Testgelände voraus. Runeterra sollte genügen. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Heimerdingers Stories ein bisschen veraltet sind und, generell, wir können sagen, Heimerdinger ist dann natürlich der interessante, kleine, zerstreute Tüftler. Aber an sich, wir sehen, dass er da wohl viel Zeit auch in Bandle City verbringt. Es wird aber nirgendwo erwähnt, dass er zum Beispiel einer der Mitbegründer von Piltover ist. Es wird nirgendwo erwähnt, dass er im Rat gesessen hat, dass er Politik gemacht hat. Es wird nicht erwähnt, was er für Jace und für Victor bedeutet hat und so weiter. Heimerdinger hat ja eigentlich eine Bewandtnis in der Geschichte, die ist hier aber nirgendwo festgehalten. Und das ist sehr, sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass er so ein bisschen was als kleines Update bekommt, zumindest lore-technisch. Caitlin hat jetzt übrigens letztens auch eins bekommen. Und bekommt sogar ein neues Splash-Art mit ihrem Visual Update. Das ist eine Sache, die dringend mal notwendig war. Wir können aber hier sehen, Heimerdinger ist veraltet. Also, es ist quasi keine Story da. Man hat ihn einfach lange liegen gelassen und nichts gemacht. Und jetzt taucht er in Arcane auf und hat eine wichtige Rolle. Und das ist ein bisschen schade einfach, dass man sich da nicht die Zeit genommen hat zu sagen, okay, dann schreiben wir mal eine vernünftige Biografie, dann zeigen wir dem, okay, ja, es ist da was hinter. Man hätte zum Beispiel schreiben können, okay, Heimerdinger ist ein alter Jordel, der auch die Runenkriege schon miterlebt hat und vielleicht deshalb eine gewisse Abneigung gegen Magie entwickelt hat, hat schließlich sich dann bei der Gründung von Piltover beteiligt und so weiter und so fort. Das wäre alles Zeug, was man da reinschreiben könnte. Auch, dass er vielleicht dann mit Victor und mit Jace zu tun hatte, dass er in der Politik drin war und sowas. Steht ja alles nicht da. Und ich wünschte mir, es wäre da sowas. Aber gut, letzten Endes kann ich euch nichts anbieten, was Riot halt nicht auch rausgehauen hat. Also ich kann euch ja nichts hier hinzaubern. Ich würde euch auch gerne mehr und interessantere Geschichten vorlesen. Geht aber leider nicht. Darum wird es heute leider eine sehr, sehr kurze Folge. Aber ich kann euch immerhin so ein bisschen was schon mal sagen. Ich
werde vermutlich, sofern ich die Zeit finde, ein bisschen was dazu machen, dass ich so, wenn Arcane fertig ist, ein kleines Review mal als eine Sonderfolge mache. Ich kann aber noch nichts Genaueres versprechen. Kommen wir jetzt zu dem, was immer da ist, nämlich es gibt wieder eine kleine Abstimmung, denn ihr könnt wieder abstimmen, wer als übernächster Champion dran ist. Also ihr stimmt ja immer für die übernächste Folge ab. Mein Zufallsgenerator hat wieder drei Charaktere ausgespuckt und gerade zwei davon sind sehr interessant, wenn man mich fragt. Zur Auswahl stehen dieses Mal Kalista, der Speer der Rache. Leona, der strahlende Sonnenaufgang. Und Sona, die Virtuosin. Ihr könnt wie immer im Community-Tab meines Kanals abstimmen. Das heißt einfach entweder auf den ersten Link in der Videobeschreibung gehen oder auf meinen Kanal, auf Community klicken oder ganz einfach auf eurer Startseite schauen. Wenn ihr meine Videos guckt, solltet ihr das da auch irgendwo sehen. Ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir mal zum üblichen YouTube-Kladderadatsch. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das jetzt im Podcast guckt, also auf Spotify und so weiter, wundert ihr euch vielleicht, was für ein YouTube-Kladderadatsch. Relativ simpel. Ich mache meine Videos ja hauptsächlich auf YouTube und am besten unterstützt ihr mich darin, dass ihr die einfach auf YouTube guckt. Ich weiß, die Werbung zwischendrin ist ein bisschen nervig, aber letzten Endes ist das die Art, wie ich hier algorithmustechnisch am besten dastehe. Oder durch Ereignisse wie Arcane. Aber egal. Jedenfalls ist es so, ihr könnt natürlich Däumchen dalassen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt generell eure Meinung da kundtun, ihr könnt abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr könnt natürlich auch einmal die Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten gibt es auf meinem Kanal noch ein paar andere Sachen, nämlich wird einmal die Woche Dungeons and Dragons gespielt. Momentan spielen wir Humblewood, also ein niedliches kleines, sagen wir mal, Waldtier-Setting. Es ist sehr, sehr schön, ich kann es nur empfehlen. Und ja, ab und an streame ich auch einfach mal unregelmäßig irgendwas anderes. Momentan bin ich dran bei der Visual Novel Danganronpa 2. Falls man also sehen will, wie sich irgendwelche Anime-Leute mit pinkem Blut gegenseitig umbringen und man dann Kriminalfälle aufklären muss, ja, das ist quasi das, was da gerade passiert. Ansonsten gibt es noch was Großes zu sagen. Ach ja, eine Sache, die ich ansprechen möchte. Und einige werden vielleicht das jetzt nicht gerne hören, aber bitte, Leute. Wir sehen, wie sich momentan die Pandemie entwickelt. Seid jetzt gerade möglichst vorsichtig. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst euch bitte impfen. Es ist wichtig und es hilft. Die Zahlen sind da eindeutig und die Zahlen kommen auch von unterschiedlichsten Quellen, die sind nicht alle irgendwie manipuliert. Zumindest nicht alle aus derselben Quelle, da kann man schon mal genau das sagen. Wenn das irgendwie eine Verschwörung sein soll, dann müssten da so viele Sachen hinterstecken, wo man sich denkt, irgendeiner hätte da längst was ausgeplaudert. Und das wäre sehr offensichtlich gewesen. Ich meine, die NSA hat es auch nicht geschafft. Ein Whistleblower gibt es immer irgendwann. Verschwörungen mit entsprechend vielen Leuten fliegen immer irgendwann auf. Und eher früher als später. Vor allem, wie viel Geld müsste da reingepumpt werden, aber egal. Was ich sagen möchte, ist, bitte tut es einfach. Und wenn jetzt Leute ankommen mit Argumenten, haha, die Impfung wirkt ja augenscheinlich nur, wenn alle sie haben. So funktioniert Herdenimmunität. Es geht nicht nur um einen selbst, es geht vor allem um die, die nicht geimpft werden können, verdammt. Also bitte, Leute, macht es einfach. Ich will, dass diese Pandemie irgendwann mal in den Griff gekommen wird. Und wir sehen jetzt momentan, mit 70% Impfquote reicht es immer noch nicht. Wir erreichen jetzt Zahlen, die wir noch nie hatten. Und unsere Intensivstationen waren schon vor der ganzen Corona-Geschichte ausgelastet. Jetzt sind sehr viele Leute aus der Pflege auch abgehauen. Wir haben weniger Kapazitäten als jemals zuvor. Bitte, passt einfach auf euch auf und versucht, euren Teil dazu beizutragen, dass das Ganze irgendwann auch wieder vorbei ist, okay? Gut, nochmal was Gutes am Ende gemacht. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wen ihr da wählt und ja, ich bin auch gespannt, wen ihr bei dieser Folge wählt. Bis dahin, Cheerio!